Ja, willkommen zurück bei Schnupferich, die Melodie des Mumientals. In der letzten Folge hat es uns auf die Insel der Hattifnatten verschlagen und da fahren wir jetzt fort. Und die kleine Mü ist natürlich auch mit dabei. So. Das ist unser Boot, da gab es ein Gewitter und da hat es das zertan, unser Floß. Aber wir wollen ja hier Mumien finden, beziehungsweise den Parkwächter. Mumien, wo bist du? Schatz, wo bist du? Du musst dich konzentrieren, Schnupferich. Aha. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ah. Das Boot von Mumienpapa. Aber es hat kein Segel. Darum kümmere ich mich, wenn ich Mumien gefunden habe. Du musst die richtigen Prioritäten setzen. Der Schatz gehört mir. Viel Glück bei der Suche nach diesem Dummkopf. Kleine Mühe ist immer ein bisschen böse. Allein bin ich besser dran. Das glaubst du doch selber nicht. Aufgabe abgeschlossen, das fehlende Boot. Das ist ganz eindeutig das Boot von Mumienpapa, auch wenn es schon bessere Zeiten gesehen hat. Ja, und jetzt gehen wir einfach den Spuren. Mumien muss hier entlang gegangen sein. Uns fehlt immer noch die Trommel. Um hier irgendwas zu bewegen. Vielleicht können wir später irgendwie... Ah, die Trommel werden wir schon finden. Die Narbe im Gesicht habe ich von einem erbitterten Kampf. What? Der Schatz muss hier irgendwo sein. Pirat. Gerüchten zufolge soll es hier irgendwo ein Piratenschiff geben. Okay. Wenn ich nur wüsste, wie man ein Fernglas benutzt, könnte ich nach dem Schatz suchen. Aha. Fernglas benutzen, wird man schon rausfinden. Ah, guck mal da. Ein Piratenschiff. Könnte die kleine Mühe mit dem Schatz recht haben? Das Schiff ist ein Wrack, aber das Segel scheint intakt zu sein. Vielleicht können wir damit Mumienpapas Boot reparieren. Ja, wie kommen wir denn da hin? Oh, da sind Hattifnatten. Aber ich auch nicht, wie man da... Ah, hätte. Wie kam jetzt die Höhle dahin? Ja, das ist alles ausgegraben. So. War die vorhin schon die Höhle da? Ich habe sie bloß nicht gesehen. Gerüchten zufolge ist das hier irgendwo. Ja, das gibt's auch. Komme ich da nicht durch? Nee, hier kann ich irgendwie nicht vorbei. Und der sagt nur, dass man die Gerüchten, ne? Ja. Muss es doch irgendwo weitergehen. Gucken wir uns nochmal hier oben um. Also, hier können wir nicht weiter. Da drüben ist doch noch ein Boot. Gerade was gesehen. Schwubbeli-wupp. Hier kann man ja nochmal runtergehen. Das war kein Boot, das war nur ein Gestein. Okay, ah. Mal kurz hier schauen. Ist doch ein schönes Plätzchen. Schnupferig. Wird ja auch in manchen Büchern auch Mumrik genannt, ne? Der Schnupferig. Sehen, da ging es ja auch nochmal runter. Hattifnatten, könnt ihr mir sagen?
Nee, kann sie bestimmt nicht. Ich gehe auch erst mal da drüben runter. Was sind das mit 4 Augen? Ich wollte hier nochmal gucken. Hier geht es ja auch nochmal runter. Okay. Hier kann man hüpfen. Hüpfen, hüpfen. Okay, da kann man sich ein paar Inspirationspunkte holen. Gut, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Dann gehen wir den anderen Weg. Also nochmal hier lang. Schwupp. Ja, die Fnatten können nämlich nicht sprechen, weil die keinen Mund haben. Sehr geheimnisvolle Wesen. Warum soll ich jetzt den hier rüberschieben? Achso, das wird dann mein Durchgang. Ich sehe schon. Dass ich rüberhüpfen kann. Aber erstmal gucken wir hier unten. Oh, da gibt es jetzt viele Wege. Ne? Da geht es da drüben weiter. Mal gucken erstmal, wo man hinkommt, wenn man über den Felsen springt. Okay, haben wir uns noch ein paar Punkte verspielt sozusagen. Und jetzt geht's da runter. Ja. Ah, das nützt mir gerade nichts. Die Fußspuren führen in diese Richtung. Wirklich? Ah, Flöte. Okay, haben wir gerade ausgewählt. Der Schatz wird bald mir gehören. Wie läuft die Schatzsuche? Wie läuft es, wenn man so überhaupt keinen Sinn für Abenteuer hat? Du spürst, wie die Inspiration durch deinen Körper fließt. So, also nochmal hier rüber. Jetzt waren wir, glaube ich, hier rumgegangen. Gehen wir in die andere Richtung. Aber jetzt sehe ich keine Fußspuren mehr. Ne? Oh, Pirat. Hast du Angst, nasse Füße zu bekommen? Wie typisch für eine Landratte. Versucht die Fässer zum Überqueren zu benutzen. Neue Aufgabe, schwimmende Fässer. Den Fluss überquerst du am besten, indem du die Fässer findest und ins Wasser wirfst. Okay. Aber wir gucken uns erstmal um. Den müsste ich dann wahrscheinlich den Stamm wegschwimmen. Schieben. Na, wenn das nicht schnupferig ist, der sich an meinem Unglück erfreuen will. Am Unglück. Aha, endlich bist du da, um zu helfen, was? Hast du den Schatz gefunden? Ich bin so nah dran, dass ich es förmlich riechen kann. Oh, das bist nur du. Ah, nett.
So, das Fass müsste jetzt da unten liegen. Ah. Noch ein Zettel von Mumienpapas Meisterwerk. Ah. Sehen, ob wir die am Schluss alle finden können. So, jetzt gucken wir hier hoch. Schön, Aussichtspunkt. Kann man die Sterne bewundern. Na gut, mal trotzdem. Oh, sogar eine Sternschnuppe. War das Mumien? So ein Sternbild da drüben. Na gut, das zu den Sternen. Inspiration. Eigentlich hätte es dafür Inspiration geben müssen, aber sich ausruhen. So, jetzt gucken wir mal weiter nach dem Fässer. Da waren wir schon. So, wir haben ja hier ein Fass reingeschmissen. Das ist jetzt da unten irgendwo lang. Da sind zwei, genau. Sehen wir die. Ach, schau, ob du noch mehr Fässer finden kannst. Ja, ich habe da schon eins gesehen. Das kann man nur von der anderen Seite ziehen. Na gut, dann ist es eben so. Gut gemacht. In ein paar Jahren könnte aus dir vielleicht ein anständiger Pirat werden. So. Und da sind wieder Mumins Spuren. Wunderbar. Hast du mal hier unten geguckt? Ne, diesmal nix. Na dann. Arg, arg. Hast du die Suche nach Mumin aufgegeben? So würde ich es ja nun auch wieder nicht sagen. Die armen Hattifnatten. Ach, der Hemul. Botaniker Hemul. Bitte, die Hattifnatten brauchen deine Hilfe. Ich bin schon mit einer Art Mission beschäftigt. Ich muss meinen Freund Mumin finden. Mumin, sagst du? Der war gerade erst hier, um mir zu helfen. Aber er scheint keinen Erfolg gehabt zu haben. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wo ist er hin? In den Park, um den Parkwächter zu überzeugen, das Barometer zurückzugeben. Barometer? Ich verstehe rein gar nichts mehr. Versuch doch wenigstens mitzukommen. Der Parkwächter hat einen grässlichen Park mitten in dem Gebiet der Hattifnatten errichtet und ihr heiliges Barometer darin eingesperrt. Ihr Totem, ihren wichtigsten Besitz. Es ist schon eine Weile her und Mumin ist immer noch nicht zurück. Bestimmt ist ihm etwas zugestoßen. Mumin, ich komme dich retten. Und das Barometer. Ja, auch das Barometer. Das ist, glaube ich, die Geschichte mit dem Barometer ist, glaube ich, erwähnt in eine drollige Gesellschaft. Im entsprechenden Mumin-Buch. Ne? Da unten sind die Fußspuren, aber ich komme gerade da nicht runter. So gehe ich hier runter. Ah, dann wieder ein Schild. Das muss natürlich weg. Zack. Eine Holzbrücke. Arr, sie haben das gesamte Gebiet umgegraben. Wahrscheinlich haben sie nach einem Schatz gesucht. Keinerlei Respekt vor professionellen Piraten. Ah, jetzt mal die ganzen Verbotsschilder weg. Kann ja nicht sein.
Mumin ist hier reingegangen. Alleine. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ob Glühwürmchen wohl Musik mögen? Da sind doch keine Glühwürmchen, oder? Schilder entfernen. Entferne alle 8 Schilder. Ja, okay. Hier kann man erstmal was machen mit der Mundharmonika. Ach, die Fledermäuse, die reagieren auf das Glühwürmchen. Deswegen ab Glühwürmchen wohl. Hängt das was? Hängt das den ab? Nö. Er braucht schon Schlaf. Vielleicht, wenn ich nur jeweils ein Auge schließe. Polizist sieht müde aus. Okay, verstehe. Tiere sollten nicht in Käfigen eingesperrt sein. Niemand sollte das sein. Kannst du da was dagegen machen? Das Tor ist verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Ich würde euch ja gerne alle rauslassen. Das ist aber ein großer Park diesmal. Okay. So, das ist schon mal weg. Muss die jetzt alle einschläfern. Na, funktioniert nicht mal nicht. Ach so. Na, komm raus mit dir. Na, ich war da schon drin. Aber ich will dich ja nicht nochmal sehen. Okay.
Hälfte. Noch eins. Hallo, wie geht's dir? Ich stecke hier in einem Käfig fest. Danke der Nachfrage. Genau wie alle anderen Tiere hier. Kann ich irgendwie helfen? Nun, den Park zu entfernen und mich zu befreien wäre ein Anfang. Ich habe gesehen, wie sie Dinge unter einigen dieser abscheulichen Statuen versteckt haben. Ich habe das Gefühl, es muss etwas Wichtiges sein. Ah, der Schlüssel. Kann ich was für den tun? Nee. Dann nehmen wir Schlüssel wieder. So. Das ist Barometer. Das muss das Barometer der Hattifnatten sein. Glasscherben und Kampfspuren. Wenn der Parkwächter Mumin auch nur eines seiner nicht vorhandenen Haare gekrümmt hat. Hattifnatten. Habt ihr es wieder, oder? So, Himmel. Die Hattifnatten haben ihr Barometer wieder zurück. Endlich. Nimm diese Trommel als Zeichen meiner Dankbarkeit. Vielleicht kann sie dir mit den wilden Kreaturen hier helfen. Danke, genau so eine habe ich gesucht. Neuer Gegenstand Trommel entfesselt tiefe Urenergie, die mit robusten Rhythmen den Boden vibrieren lässt, auf dem du stehst. Und jetzt muss ich Mumin folgen. Noch was? Wie geht's den Hattifnatten? Oh, wir können so viel von ihnen lernen. Die Kunst, still zu sein zum Beispiel. Okay. Können wir ja mal ausprobieren. Geht einfach zur Seite. Muss ich mal hier gucken, bevor wir... Gut, aber wir gucken jetzt erstmal zum Seeungeheuer. Hoffentlich geht's dir jetzt besser. Kenn ich dich? Für mich seht ihr alle gleich aus. Ist egal, genieß deine Freiheit. Du auch. Okay, gut. Das war nur ein kleines Intermezzo. So, hier haben wir jetzt den Stein ins Rollen gebracht, sozusagen. Hier sind wieder Fußspuren. Mumin ist in diese Richtung gegangen. Ah, wir haben ihn gefangen. Mumin!
Schnupferig, hilf mir! Kraft des mir von mir selbst verliehenen Amtes bringe ich dich zurück ins Mumintal, um dich dort einzusperren. Hast du das gesehen? Ja, der Parkwächter hat gerade Mumien verhaftet. Und ich das auch noch. Das Piratenschiff. Genug von diesem Piratenunsinn. Ich muss Mumien irgendwie folgen. Genau, aber Muminpapas Boot segelt ohne Segel nirgendwo hin. Zum Glück ist auf dem Piratenschiff dort ein einwandfreies Segel. Vermutlich auch ein einwandfreier Schatz. Also, wie wäre es, wenn wir uns zusammentun? Okay. Also hier soll ich lang, oder? Halt mich nur nicht auf, okay? Setz erneut die Segel. Soll ich jetzt machen? Sind wir jetzt hier richtig? Ey, das sieht schwer aus. Ich bin der Kopf dieser Operation. Fürs Grobe bist du zuständig. Mal sehen, ob wir Hilfe finden können. Haben wir zwei solche Typen. Warum wirfst du nicht einen Blick in diese kleine Höhle? Schon dabei, du bist sowieso zu korpulent, um da reinzupassen. Wie komme ich denn in die kleine Höhle? Wahrscheinlich keinen Sinn. Aber so geht's. Sehr gut. Schau mal, was ich gefunden habe. Komm mit, du Kleiner. Du wartest bitte mal hier, denn da drüben sehe ich noch einen Kollegen. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Hilfe benötigen. Noch mehr wollen sie, sie sind stärker, als sie aussehen. Ich werde erstmal den Busch noch pflücken hier. Ja. Da drüben kann ich zum Strand gehen. Ich komme gleich wieder. Wart mal, kleine Mühe. Ah, sehr gut. Ah, das ist die Frage, wie viel das sind, ne? Ob man wirklich alle findet von diesen Meisterwerk-Dingern. Gibt es hier noch was eigentlich? Nee. Man muss also jeden Seitenweg erforschen, um die irgendwie ausfindig zu machen. Wer weiß, wie viel ich von den Blättern schon übersehen habe. So. Ach so. So, komm mal mit, du Kraftmeier. Jetzt sollten wir den Felsen bewegen können. Beeil dich, Zeit ist Gold. Danke. Da waren wieder Steine. Wir gucken erstmal, wo es dahin geht. Tiefnatten? Komm ich nicht hoch? Darf ich wohl die Steine oder was? Ich darf auch nach oben schmeißen. So, Abkürzung wieder freigeschaltet. Geht's hier lang? Achso, ne, wir sollen Steine wahrscheinlich für hier auch holen, ne? Dass wir hier weiter können. Ui.
Gumin, ich komme und befreie dich. Das ist zu hoch, um es zu erreichen. Ja, du bist ein bisschen zu kurz geraten. Komm, kleine Mühe. Ach so. Komm aber noch ein. Ich glaube, wir brauchen noch einen Winzling. So, den Weg finden wir eine kleine Mühe hier rüber. Ja. Komm, kleine Mühe. Ich will nicht das Instrument wechseln. Ich wollte den. Wenn die Winzlinge beteiligt werden wollen, dann kommt es aber aus deinem Anteil. Gucken. Da unten irgendwas? Ja, wer weiß. Schon wieder zwei. Ja, ob wir noch mehr Winzlinge finden können, würde ich sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Seufz, dann ist es wohl mal wieder an mir. Schon wieder. Genau, auch für heute sind wir ganz schön weitergekommen. Mumin ist verhaftet worden und wir haben es gesehen. Und jetzt müssen wir von der Insel der Hattifnatten entkommen. Das versuchen wir beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.